Hallo, heute zeige ich euch, wie man Labor 10 in MVS macht. Gut, dann fangen wir direkt an mit dem Netzwerkplan. Okay, dann hätten wir doch alles. Dann müssen wir noch die IP-Adressen mal geben. Da brauchen wir erstmal die IP-Adressen. Hier steht, für dieses Netzwerk brauchen wir hier das DNZ, brauchen wir 22, dann unsere Katalognummer 0, 0, dann Subnet Mask, also 205, 240, 0. Und die Subnet Mask brauchen wir hier überall. Copy-Paste. Dieses Netzwerk heißt Internet, hat 11, 17, 0, 0. Zack. Und das da unten hat LAN 192 17 0 0 und die Subnet Mask. So, dann vergeben wir die IP-Adressen. Soll eigentlich auch ganz einfach sein. So, der hat 22 17 0 2. Probiere ich jetzt mal. Subnet Mask eintragen. DF1 ändern. Schließen. So. Hier reinkopieren, Fallunteil ändern, wieder kopieren, das auf 40 ändern, hier auf 1, dann gehen wir den die Nummer 3, Subnet Mask ändern, 1, so, ah, speichern sollte ich, speichere es mal hier hin, wie nenne ich das jetzt da, Lab 10, Test, so. Dann gehen wir dem VIP-Adresse. Da fangen wir um an. Schön einfach. So, statt dem eine 11. Zack, das kopiere ich. Subnet-Mask eintragen. Ups. Ach, die. Ist nochmal eintragen. 250. 240. Ah, 255 kommt da hin. Okay, von vorne. So, jetzt haben wir es geschafft. So. Dann kriegt er die Nummer 3. 3. 2. 55. 240. So. Gut, das passt auch. Und zu guter Letzt das Server. Der Server hier. 2, 3, 4. 255, 255, 240. Ah, nicht schon wieder. So. Nicht schon wieder. Alles klar. So. Jetzt haben wir es. Oh, gut. Das ist eine Fehlermeldung. Der hat die Nummer 2. Der hat die Nummer 3. Der hat die Nummer 4. Okay, passt alles. Gut, dann machen wir uns noch ein bisschen Schilder dazu. Punkt 1 kriegt dann hier das Server. Der Router, der Nummer 2, der hat hier nochmal Nummer 1, hier auch Nummer 1, hier hat er 2, dann hatten wir hier 3, hier war 2, hier war 3 und zu guter Letzt 4. Gut, dann hätten wir den IP-Adressen vergeben. Jetzt geben wir dem Router noch die IP-Adressen. So. Erstmal den Namen ändern. Hostname R1. Und das ist einfacher. Schön weniger zum Lesen. So, das erste, was wir machen. Line Console. 0. Dann Exec Timeout auf 0. History Size auf 256 setzen und ups, das war's nicht mal alles. Gut, jetzt die IP-Adresse vergeben. Wir gehen mal ins Interface 400. Dann kriegt die IP-Adresse 22.17.01 255.255.240.0. Das passt. Zu größer. Und der Shutdown.
So, leuchtet grün, passt. Nächstes Interface. Sind 1er. Ja, gehen einen Schritt zurück. Zip. Erinnert auf 192. Noch Shutdown. Passt. Nächstes Interface. 402. So. Das hat die Nummer 11. Und noch Shutdown. Passt. Jetzt haben alle Interfaces. Alle Interfaces. Eine IP-Adresse. Jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptthema, und zwar ACLs, also Access Lists. Hier in Angabe steht TFTP, wir verwenden aber nur FTP, weil das einfacher zu testen ist. Und ja, gut. Erstmal müssen wir uns die Angabe durchlesen. Und das erste wäre, nur das IT-Management darf auf den Chat-Server über FTP zugreifen. So, das heißt, dieser PC hier, ich nenne den am besten jetzt nochmal um. So, wie das wahrscheinlich ist. Einfach Linksklick auf die Namen da machen. User PC. Dann hätten wir hier noch Webserver. Nein, das würde ich nicht machen. Nicht anklicken. PC im Internet. Und den FTP-Server. Server. So, dann haben wir alles. Gut, dann. ACLs. So, der IT-Management-PC, der hier, soll auf diesen DNZ-Server nur über FTP zugreifen. So, das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir das hier filtern. So, bei diesem Interface hier. Der 00er. Und hier unten beim 01er. Und zwar einmal das zum Rausgehen, einmal dass es dann zum DNZ-Server reingeht. So, also wir brauchen, ich mach mal einen Pfeil hin, einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. So, und das geht eigentlich so. Fangen wir mal mit dem hier an, mit dem 00, also in die Richtung. So, FTP hat die Portnummern 20 und 21. Gut, das heißt, wir gehen jetzt einfach in den Router rein, sehen den Config, schreiben hier IP, Access List, Extended, dann einen Namen für unsere Liste und wir nennen das jetzt einfach DMZ, DMZ, zack, dann können wir schon eintippen, was wir haben wollen und zwar soll der hier hin dürfen und das machen wir mit Permit, dann kommt das Protokoll. TCP. Dann müssen wir angeben, woher das kommt. Also in dem Fall dieser PC. Da wir nur diesen einen PC haben wollen, schreiben wir Host hin und dann seine IP-Adresse 192.17.0.2. Dann schreiben wir unser Ziel hin. In dem Fall ist wirklich nur dieser Server hier. Das ist nochmal Host 22.17.0.2. Dann müssen wir hinschreiben, welche Portnummer. In dem Fall equals 20. So, schiebt das mal ein bisschen. So. Sieht man das besser? Und Enter. So, dann brauchen wir noch 21. Und das senden wir. Gut, dann hätten wir halt. Wir machen gerade diese Liste hier da. So, jetzt müssen wir diese Liste jetzt nur noch irgendwo hinzufügen. Gehen wir einfach ins Interface 00, was dieses hier ist. So. Und geben ein IP Access Group. Dann den Namen unserer Liste, DMZ. Jetzt müssen wir hinschreiben, entweder out oder in. So, das ist jetzt so der höhere Teil. In dem Fall ist es jetzt out. Weil, man stellt sich vor, man sitzt hier in diesem Interface da. Okay, man kann nicht ranzoomen. So. Und fragt sich, woher die Daten kommen. So. Die Daten kommen von außen. Also von diesem PC hier. Und wollen rein. Und dann schreibt man out, weil es aus diesem Interface dann, ups, dann rausgeht. Also es ist ein bisschen verwirrend. So, und in wäre halt, das wäre dann die nächste Liste, und zwar diese hier. Die schaut sich dieses 01er Interface an. Also das, was mit diesem Switch hier verbunden ist. Und die Daten kommen ja von diesem PC und gehen in das Interface rein, in dieses hier. Das heißt, hier ist in und dann ist hier out. Es ist ziemlich verwirrend, wenn man keine klare Übersicht hat. So, dann schreibe ich hier noch drüber. DMZ.
Und das hat out. So, dann bräuchten wir noch einen Namen für diese Liste, also die jetzt nach oben geht. Wir nennen das einfach Surfing. Namen sollte man in Cat schreiben. Das ist eine Konvention. Surfing in. Und dann hat er auch 2021 zurzeit. So, für die erste Angabe. Gut. Dann ändern wir das mal. So, wir stellen eine neue Liste. Erstmal wieder in Config reingehen. Dann IP-Access List. Jetzt brauchen wir Extended und den Namen. In dem Fall Surfing. So. Jetzt brauchen wir Permit. Dann unser Protokoll. Jetzt kommt, woher das kommt. In dem Fall von diesem PC hier. Das heißt, nur von diesem PC. Host 192 1702. Dann wohin soll es? Nur zu diesem Server hier, zu dem DNZ-Server. Wieder Host 2217.02. Jetzt noch Equals und die Portnummer 2021. Jetzt müssen wir die Access List noch irgendwo zugeben. In dem Fall ist es das Interface G01. Interface G01. Und jetzt gebe ich die IP Access Group, also Namen, Surfing und in. Ja, nochmal alles speichern. Und jetzt sollten wir es eigentlich schon testen können. Ja, vom PC. Hier Command Prompt, FTP eingeben. Dann die IP-Adresse von unserem Server. Und ja, FTP-Server hat funktioniert. Steuerung C, dann kann ich das abbrechen. So, wenn ich nicht einen User-PC versuche, sollte ich eigentlich verhindern. 2217.02. Trying to connect, wie vorhin. Und es lädt und lädt und lädt. Und siehe da, hat nicht funktioniert, da wir das geblockt haben, sozusagen. Ja. So, dann hätten wir eigentlich schon mal das erste geschafft. Gut, dann das nächste. Die User-PCs dürfen nur auf den DMZ-Server zugreifen. So, in dem Fall haben wir eh nur einen User-PC, also mache ich das wirklich nur von dem hier aus. So, auf den DMZ-Web-Server. App-Server heißt Port Nummer 80 und 443, also HTTP und HTTPS. Dann müssen wir das hier hinzufügen. 20. Wir brauchen 80 und 443. So wie beim Surfing. 80 und 443. Jetzt müssen wir halt noch hinzufügen. Geht ganz einfach. So. Das habe ich geschlossen. Da sieht man das wieder. Wieder im Config. Einfach auf die Access List gehen. Ich fange jetzt mal mit der DMZ an. Und schreibe, woher es kommt. Nein, zuerst mal Permit. Dann das Protokoll. TCP in dem Fall. Und dann muss ich schreiben, woher das kommt. Von diesem einen PC da. Der hat die Nummer 192. 1703. Dann der Server. In dem Fall wieder vorhin. 2217.02. Jetzt die Portnummer equals 80. Und 443. So. Da wir die Access-Liste da schon hinzugefügt haben zum Interface, müssen wir das nicht nochmal machen. So, haben wir es einfach eingefügt. Dann können wir die andere Liste gehen. Das war die Surfing. Extended Surfing. Und eigentlich sind das genau die gleichen Befehle. So, einmal equal 80. Ja, vom PC. Dafür hier raus. Jo. Und 43. Jo. Oh, ups, schon wieder falsch eingegeben. Jetzt sollte es funktionieren. Also, wenn wir jetzt von hier meinen Webbrowser öffnen und die IP-Adresse eingeben. Ja, zuvor ändere ich noch schnell den Text von dem. Services, HTTP, Index Edit, DMZ, Web Server. Speichern. Yep. Und dann gebe ich das ein. 2217.02. Den Z-Web-Server. Nice. Haben wir angefordert. Das wäre jetzt Port 80. Jetzt gehen wir hier beim HTTP noch ein S hin. Für Port Nummer 443. Geht noch immer. Gut. Jetzt probieren wir es vom IT-Management. Also dem haben wir eigentlich das nicht zugewiesen. Und jetzt sollte eigentlich ein Request-Timeout bekommen.
22, 17, ich glaube 2. Ja, man sieht. Seht das, seht das. Und gleich kommt gleich. Ja, das ist Request Timeout. Gut, das funktioniert auch. So, dann haben wir Punkt 2 auch erledigt. Dann, nächster Punkt wäre, aus dem Web darf man nur auf den Chat-Server zugreifen. So. Auf den Chat-Server zugreifen. Das heißt, wieder das nur dieses Netzwerk hier, dieses 1117er, das ganze Internet hier auf diesen Server zugreifen darf. Über Port 80 und 443. Ja. Dann finden wir das hier auch noch. Also, das haben wir schon. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch einstellen, dass das aus dem Internet rein darf. Ja, schreiben wir wieder IP Access List. Dann extended unsere Namen. DZ. Jetzt Permit. Das Protokoll. Und jetzt dort, woher es kommt. In dem Fall haben wir jetzt nicht nur ein Gerät, ein spezielles, sondern viele Geräte. In dem Fall drei. Und dann nehmen wir hier das Ganze. Dieses 1117er. 1117.0.0. Und hinten schreiben wir noch die Wildcard hin. Das heißt, von slash 20 schreibt man hin 0.0.15.255. So. Jetzt brauchen wir unseren Server. Das ist der Host. Nicht Host. Unser Ziel. In dem Fall haben wir wirklich nur ein Ziel. Können hinschreiben Host 22.17.02. Können uns diese Wildcard ersparen. Schreiben die Portnummern hin. Equals 80. Und equals 443. So, sind wir besser. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. So, wo sind wir? Wir waren hier. Warum machen wir hier keine Access List, um von dem Internet da rauszugehen? Das ist eine gute Frage. Und das weiß ich auch nicht. Aber wir machen da keine hin. Weil Baum. So, das heißt, die ersten zwei Aufgaben. Ah nein, sogar die ersten drei haben wir. Und so das Internet da hier rüber. Das haben wir gemacht. So, jetzt kommt das nächste. Die User-PCs dürfen Internet nur surfen, pingen und auf den FTP-Server zugreifen. Nicht auf andere Protokolle wie Telnet etc. So, das heißt, wir müssen hier erlauben, im Surfing, das HTTP, HTTPS und das Pingen, das ist ICMP, so rausgehen darf. Also in das Interface rein. Und das machen wir. Wir gehen in das Interface rein. So, los da. IP Access List, Extended, Surfing, dann Permit. Dort steht die User-PCs, das heißt, in dem Fall wieder nur dieser eine da. Den gehen wir. Das Protokoll brauchen wir. Und zwar TCP. Dann Host. Und der PC da. 17.03. Dann das Ziel, in dem Fall das Ganze hier. Müssen wir die Wildcard eingeben. Wir schreiben. So, Punkt 0. Wildcard 0.0.15.255. So, dann brauchen wir unser Port. In dem Fall wieder 80. HTTP. Dann HTTPS. Und jetzt fehlt noch das mit dem Pingen. Pingen. Das ist ein anderes Protokoll statt als TCP. Und zwar ICMP. Das heißt, das können wir ergeben. Schreiben hier statt TCP, aber nur ICMP hin. Hat geklappt. Gut. Dann speichere ich mal wieder. So. Dann hätten wir das, was hier nach außen hier zugreifen darf. Dann bräuchten wir noch das da. Alle PCs dürfen vom Web nicht aktiv erreichbar sein. Das bedeutet, dass wenn der PC hier sich schon mal mit dem verbunden hat, über, keine Ahnung, über die Website, dann darf, wo war ich gerade? Also wenn er es noch nicht gemacht hat, dann darf dieser hier auch keine Daten zum PC schicken. Aber wenn er schon mal die Webseite aufgerufen hat, dann kann er auch Daten wieder zurückschicken. Und mit dem anderen ist es genauso. Und das erreicht man durch das Keyword Established.
So, das heißt, ich brauche jetzt noch eine Gegenrichtung, wo wir von diesem Internet da so in die Richtung gehen. Also sitzen wieder im gleichen Interface und so auf G01. Und diesmal ist es out, da wir die Daten ja von außen bekommen und reinkommen, also so wie beim DNZ-Server. Ist ziemlich verwirrend. Ja. Muss halt irgendwie hinkriegen. So, wie nennen wir das Ganze? Wir nennen das Browsing. Out. So, welche Protokolle erlauben wir? Wir erlauben eigentlich alle, die bereits angefordert wurden. Also, wir können dann hinschreiben 80, 443, 20, 21. Oder wir schreiben auch nur established hin. Das erspart uns Schreibarbeit. So. Dann machen wir das mal. Hier gehen wir in den Router rein. Erstellen eine neue Access List. Die Access List. Standard namens Browsing. So. Dann brauchen wir ein Permit. Wir dürfen erst dann rein, wenn. So, schreibe ich in TCP, das Protokoll. Jetzt wollen wir, jetzt mache ich einfach ganz einfach, dass alle, dass die Quelle von überall kommen kann. Also wir können, es kann auch von hier oder von da sein. Ist jetzt wurscht, aber das spart mir jetzt Schreibarbeit. Habe ich in Any für Niner. Das wäre das Ziel, die Quelle, also das Ziel. Das Ziel wäre etwas, was hier drin ist. Oh, das wäre auch Any. Also sitzt ja in diesem Interface und es geht so raus. Und schreibe ich nochmal Any hin. Und dann brauche ich noch das Keyword established statt dem Portnummer. So. Das war's eigentlich schon. Jetzt sagen wir auch noch, dass man reinpingen darf. Permit. ICMP, any, any. So, in dem Fall kann man establish nicht hinschreiben, weil, keine Ahnung wieso. So, das reicht schon. Exit. Jetzt müssen wir es noch dem Interface zuweisen. In dem Fall sitzt das wieder im gleichen 01er. Und IP, Access Group. Dann der Name. Browsing. Und out. So, das war's eigentlich so gut wie mit dem. Jetzt will ich nur noch das testen. So, wie macht man das am besten? Man holt hier auch noch raus und macht Show Access List und dann sieht man hier schon, was getan wurde. Hier sieht man Matches und diese Matches bedeutet einfach nur, dass wir das schon mal getestet haben und das auch funktioniert. Wie wir hier sehen können, FTP vom IT-Management auf unserem Webserver. So, dann probieren wir mal alles aus. So, FTP vom IT-Management auf den DMZ-Server. Ja, so, gleicher Befehl. Funktioniert prima. Jetzt, wenn wir das hier wieder schauen lassen, dann abkürzen mit show ac. Dann sehen wir hier, hier hat sich was getan. Wenn wir hier oben vergleichen, aus 4 wurden 9. Und hier auch 9 statt 4. Gut, das heißt, das funktioniert. FTP. Dann probieren wir das nächste aus. Also, wenn wir Funktion nehmen 20er, das ist nur, wenn man wirklich ein File transportieren lässt, zum Beispiel runterlädt, dann würden hier Matches reinkommen, aber das testen wir jetzt eh nicht. Nein, das reicht schon. So, dann hier vom User-PC übers Internet zugreifen. Machen wir schnell. Zack, zack. Webbrowser öffnen. IP-Adresse eingeben. 22 17 02. Hat funktioniert. Nochmal HTTPS eingeben. So, jetzt schauen wir. So, zeigen wir uns das an. Lassen wir uns das anzeigen. So. Aus 5 wurden 10. Passt. Hat auch funktioniert. So, was können wir noch testen? Hier. Vom Internet aus. Na, ja, vom Internet aus auf unseren DMZ-Server zugreifen. Über Internet. Also über das HTTP und HTTPS. Also den auf dem PC. Schreiben auch hin. 22, 17, 02. Ja, hat geklappt. HTTPS. So. Anzeigen lassen. Perfekt. Hat auch funktioniert. Geht. Super. So, das nächste, was wir testen. Hier. Ja, das haben wir schon getestet. Dann das da. Vom PC aus testen wir, ob wir ins Internet gehen können über HTTP und HTTPS.
Ah, jetzt sehe ich, wir wollen ja auch noch auf den FTP-Server zugreifen. Das heißt, uns fehlen noch die Ports 20 und 21 bei dem Befehl hier. So, am einfachsten ist es, ihr kommt uns den Spaß hier raus. Copy. Dann schreiben wir halt hin, was wir wollen. Erstmal Copy IP Access List. Extended. Unsere Liste, in dem Fall Surfing. Dann wollen wir unseren Befehl. Copy Paste. Was ist mir noch? Und statt 443 machen wir noch 20 und 21. Dann haben wir es eigentlich auch schon gelöst. Exit. Dann speichern wir nochmal. Show Access List. Dann sehen wir hier, haben wir eingefügt. Gut. Dann testen wir das auch wirklich. Erstmal das mit dem Internet. Wir sind jetzt im User-PC und wollen ins Internet pingen. Nicht pingen. Auf den Webbrowser. Dann nehmen wir nochmal hier Webseite, Services, HTTP, Index, Edit, Internet, Web, Server. Speichern, also irgendwas reinschreiben, damit ihr den Unterschied wisst, kennt, seht. So, dann die IP-Adresse 11 17 02. Hat funktioniert. Dann noch HTTPS hin. So. Jetzt sollte sich hier was getan haben. Show Access List. Und, yep. Hat sich getan. So, dann testen wir noch das hier. FTP. So. Command Prompt. Ja, testen wir jetzt mal den da unten. Den hier. FTP 11.17.04. Trying to connect. Passt. Hat auch funktioniert. So. Den da oben haben wir eigentlich auch noch FTP ziehen lassen, also. Sollte es auch können. Gleiche Befehl, nur mit 2. Ja. Also den Namen sind wurscht. So. Können wir uns das hier nochmal anschauen. Und FTP hat geklappt. So, dann noch das Established. Das heißt, dass die uns was zurückgeschickt haben, nachdem wir sie angefragt haben. Und passt auch. 20 Matches. Jetzt brauchen wir noch das Pingen testen. Ja, einfach eingeschrieben, dass wir. Finde ich wohl, dass wir eigentlich jeden pingen können. So, testen wir mal. Command Prompt. Dann pingen wir mal den Webserver an. 11.17.02. Ja, es gibt Replies. Schön, schön, schön. Dann den PC im Internet. Auch ein paar Replies. Schön, schön, schön. Dann den FTP-Server. Hat auch funktioniert. Dann pingen wir nochmal den DNZ-Server an. Ping 22.17.0. 2. Aha. Destination Host unreachable. Und das liegt daran, da wir hier gesagt haben, dass nur diese hier dürfen. Also eigentlich steht das hier. 20, 21, 80, 443. Also hier fehlt noch das Pingen. Gut. Hier noch Ping eingeben. So wie hier. Hier auch das Ping eingeben. Also Ping ist eigentlich ICMP. Weise. ICMP. Gut, also wenn wir es nochmal testen würden. Yep, 12 Matches. Passt. Und somit funktioniert eigentlich alles. Ja, hier eigentlich was ihr alles braucht, sind nur ist eigentlich nur wirklich nur diese Liste da. Ups, nicht die andere, sondern hier. Ihr könnt das 1 zu 1 rauskopieren, das da. Beziehungsweise ich werde euch das in die Kommentare reinschreiben. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.